Und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure 2. Wir starten direkt in den Bossfight gegen Dr. Eggman. Ersten Treffer gelandet. Wir müssen allerdings aufpassen. Eggy kann in diesem Bossfight auch die eine oder andere Spezialattacke, die hier zum Beispiel, kann quasi Raketen abfeuern, die so ein bisschen auf uns zusteuern. Und das ist aber nicht seine einzige Spezialattacke. Ja, er kann auch diesen Mega-Super-Duper-Strahl. Komm, komm, komm. Jawohl. Nur noch ein Treffer braucht er, dann ist er auch schon down. Und wir erinnern uns, beim letzten Mal hat Eggy unseren guten Freund Sonic ins All befördert mit der Kapsel. Die Kapsel ist in die Luft geflogen. Und Sonic hat sich wohl verabschiedet von uns. Egal, Tails hat Rache genommen und jetzt schauen wir, was außerhalb der Raumkolonie Cannon Countdown 21 Minuten, ich glaube 47 Sekunden. I feel some strange energy. Hey Sonic. I'm not sure if I can pull that one off. Somehow I managed to use the Chaos Control. Chaos Control? Are you okay? I'm worried about Tails and Amy. I hate to ask, but could you help them? This is our last chance. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there! Also Sonic ist die Chaos Control gelungen mit dem Fake Emerald, ja. Und dadurch konnte er sich retten. Und damit landen wir in der finalen Stage der Hero Story, in der finalen Stage von Sonic. Und ich hasse die Stage, weil man hier ganz, ganz schnell auch mal ganz, ganz hart abschmieren kann. Weil hier kann man nämlich wirklich relativ fix mal neben so eine Bahn hier rennen. Ja, und dann fällst du hier runter und dann ist wirklich alles aus. Dann landet wirklich Sonic wirklich dort in der Atmosphäre, verglüht dort und ja, also ist nicht zu empfehlen. Deswegen müssen wir hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was wir hier machen. Und Sonic will den Fake Emerald also. Uiuiui. Will den Fake Emerald also in die Kanone werfen, bevor sie feuert und sie damit zerstören. Oh, 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 hier gibt es ein Leben. Das brauchen wir definitiv. Die Stage ist. Mit der Stage ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Und weiter geht's jetzt hier. Also, letzte Hero Stage. Danach kommt nochmal ein Bossfight. Und dann war's das. Jo. Lange Grinding-Bahn wieder. Und die zwei Biester locker besiegt. Also bislang sieht es relativ easy aus. Keine Sorge, es wird noch schwerer. Und ich sag's euch, diese Grinding-Teile sind nicht so geil, wie sie aussehen, ja? So, ich glaube, das mache ich mit der Rakete. Das ist 100-mal safer als alles andere. Ja, hier wollte ich eigentlich unbedingt noch das Item mitnehmen, was mir dort angeboten wurde. Aber, ja gut, scheiß drauf. Dann machen wir es halt so, bevor ich hier noch runterfalle. Das kann niemand gebrauchen. Ah, shit. Nicht erwischt. Aber jetzt. Also auch die 5 Ringe noch geholt. Die 20 Ringe. Damit sind wir bei 72. Vielleicht gibt es ja noch ein Ring, Leben. Ja, und jetzt kommt diese Passage. Hier dürfen wir eben auch nicht verfehlen. Ansonsten fallen wir dort auch runter. Aber wir müssen das Ding eben mit Schwung mitnehmen. Ja, das ist die nächste Geschichte. Hier natürlich gekonnt drüber springen. Wir können jetzt auch die Bahn wechseln, aber ja, auch das ist halt alles mit Risiko verbunden. Ja, zum Glück hatte ich ein Shield. Boah, das hätte fast nochmal geklappt. So, irgendwo ist jetzt der richtige Weg. Ich glaube, gelb war es nicht. Okay. Gelb war auf jeden Fall ein Weg. Irgendwo hätte es auch ein Leben gegeben oder ein Schutzschild, keine Ahnung. Ja. Bin mir jetzt gerade tatsächlich unsicher.
Bevor wir dann im Übrigen die Dark Story starten, werde ich in jedem Fall noch sämtliche Bonus-Items einsammeln, also sämtliche Ausrüstung, die wir bislang noch nicht geholt haben, um eben dann für das Finale gut gerüstet zu sein. Sonic, mach keinen Scheiß mit mir. Mach bitte den Light Dash, ja? Danke. Der kann am wenigsten anbrennen. Ja, na klar, die 10 Ringe holen wir auch gleich noch mit. Bis jetzt hier ohne Fehler durchgekommen. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Und ihr seht, eine Linie führt nach oben, die andere nach unten. Alter, und das ist genau das, was ich meinte. Es geht so schnell, dass du hier einfach daneben springst. Und dann kann ja ganz, ganz schnell Feierabend sein. Deswegen hasse ich diese Stage. Deswegen hasse ich diese Stage so sehr. So, hier auch nochmal 5 Ringe. Oh, wir haben bald 200 Ringe voll. Nice. Aber ich schätze, dass bald auch der erste Schaden kommen wird. Aber solange es nur Schaden ist und nicht mehr, also kein Absturz, ist alles in Ordnung. So, 187, wir haben den... Oh, Sonic! Bring mich da nicht in die Verzweiflung. Oh. Komm, haben wir dann bald mal den Abschnitt hier geschafft? So, das Ding zerstört. Du bist als nächstes dran. Ja, okay, hätte er klappen können. Das wäre natürlich ein cooler Move gewesen, aber kannst du nicht alles haben, ne? Sei froh, dass du nicht abstürzt, Junge. Da verzichte ich auch gerne auf einen coolen Move. So, die 4 Ringe auch. Dann haben wir oben nochmal 4 Ringe und dann fehlt nur noch einer zu einem weiteren Leben. Das wäre natürlich wirklich sehr, sehr geil. Und da grinden wir wieder runter. Und nächster Checkpoint. Wir sind schon bei knapp 5 Minuten jetzt. Haben diverse Checkpoints auch schon eingesammelt. Und jetzt wird es, glaube ich, langsam räudig. Ja. Das war wichtig, hier zu landen. Hä? Nein, Sonic, dort vor sollst du. Jawohl. Weil hier nach vorne laufen? Nee, das machst du lieber nicht. Das ist erlebt. Das ist wirklich erlebt. Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich mich kurz vor Schluss dahin gehockt. So, ich nehme... Nehme ich lila oder orange? Ich nehme lila. Mal schauen. Mal schauen, ob das der richtige ist. Ja! Nein. Oder? Ah, shit. Ich habe gedacht, dass mich das jetzt direkt zu der Mystic Melody führt. Hat es aber nicht gemacht. Schade. Weiß gar nicht, ob wir die überhaupt hier finden. Oder ob das nur bei Shadow in der letzten Stage war. Ja, gut. Werde ich, wie gesagt, alles mir noch holen dann im Nachhinein. Oh! War das knapp? War das knapp, Alter? Wo führt mich das Ding? Okay. Okay. Keine Ahnung, wo ich gerade bin, ne, Leute? Ich hatte wirklich absolut keinen Plan. Aber scheiß drauf. Ich hole mir jetzt erstmal noch den letzten Ring, ja? Und dann schaue ich mal, wo ich jetzt hier hinkomme. Okay, hier ist nochmal so ein Biest. Leck mich. Wir düsen einfach vorbei an dir. Und gehen hier hoch. So, ich schaue nochmal ins Gelbe. Vielleicht ist das Gelbe diesmal falsch. Nein! Boah, ich dachte schon, ich bin zu langsam. Ja, das ist die... Das ist das Finale, glaube ich, von der Sage. Wir müssen jetzt hier diesen Teilen entkommen, die uns sonst hier Schaden machen, wenn wir zu langsam sind. Und dann ist die Stage auch tatsächlich schon geschafft. Ohne, dass ich einmal abgestürzt bin. Ja, geil, habe ich Bock drauf. Puh. Und trotzdem nur Rang E. Das enttäuscht mich jetzt so ein bisschen. Ja. Naja, gut. Außerhalb der Raumkolonie A, Cannon Countdown, 5 Minuten 44 Sekunden. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control.
using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like me. What are you anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog. I see. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Ich liebe diesen Soundtrack. Ich liebe ihn so sehr. Und das ist das Finale der Hero Story. Sonic the Hedgehog gegen Shadow the Hedgehog. Yes, erster Treffer. Ersten Treffer gelandet. Das ist jetzt hier eine endlose Bahn, die wir folgen. Und das ist im Übrigen auch der Grund, genau dieser Bossfight ist der Grund, warum ich sämtliche Sonic-Spiele mit deutscher Synchro hasse, wo Chaos-Kontrolle gesagt wird. Weil in dem Kampf wird, vor allem wenn wir mit Shadow dann kämpfen gegen Sonic, wird so oft Chaos-Control gesagt. Und das klingt auf Englisch einfach 100-mal besser als auf Deutsch. Und ja, da gehe ich tatsächlich das erste Mal down. Der Kampf ist eigentlich nicht so schwer, aber ich habe trotzdem gerade versagt. Mach ich doch gerade! Und Shadow erwischt mich wieder. Und wenn wir vor Shadow sind, ja, dann beamt er sich vor mit seinem Chaos Emerald. Alter Schwede, ich hasse das, wenn er das macht. Yes! Mit dem Leitdächer haben wir ihn erwischt. Yes! Wieder geklappt. Funktioniert gerade tadellos tatsächlich. Ah, jetzt geht's allerdings nicht. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Ja, okay, musste passieren. Mal gucken, ob wir ihn gleich wieder durch den Leitdächer bekommen. Nein, leider Gottes nicht. Leider Gottes nicht. Egal, zwei Hits haben wir schon. So, ich darf jetzt halt bloß nicht mehr so viel Scheiße bauen. Yes! Nächster Hit. Zwei Hits brauchen wir noch. Zwei Hits brauchen wir noch. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Aber da ist er abgestürzt. Bringt uns halt nur keine Punkte, weil... Ja, Shadow hat keinen Nachteil dadurch. Ja, und mit dieser Kugel können wir natürlich seine Attacke ausweichen, ist klar. Also, wenn sich Sonic zusammenkugelt, na, dann kann Shadow nicht viel machen. Ein Hit brauchen wir noch, dann haben wir ihn. Es gibt vor allem so viele Ringe, dass man ja eigentlich Leben sammeln könnte ohne Ende. Und das war's. Wir besiegen Shadow mit 5 gut getimten Light Dashes. Arg verlassenes Labor. Cannon Countdown, 1 Minute 33 Sekunden. Sonic, I did it! Awesome job, Tails! Sonic! Look outside! Ooh. Ja, Sonic hat's geschafft, hat tatsächlich den Chaos Emerald reingefeuert in die Kanone, bevor sie geschossen hat und die Kanone damit zerstört. Ende gut, alles gut, sollte man meinen, aber es gibt nicht umsonst dann noch eine Final Story dazu. Also, was da noch alles schiefgegangen ist, das erwartet euch dann nach der Dark Story.
beim nächsten Mal schauen wir uns aber erstmal die fehlenden Upgrades, die fehlenden Items an, die wir mit Sonic, Tails und Knuckles noch einsammeln können. Und danach widmen wir uns dann der Dark Story. Gut, von mir soll es das aber für heute gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den Credits, mit dem Soundtrack, der ja auch vor allem bei Sonic Adventure 2 echt hammermäßig geil ist, ja. Und dann sehen wir uns gern beim nächsten Mal wieder hier zu Sonic Adventure 2. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und dann schaltet, wie gesagt, gern beim nächsten Mal wieder ein hier zu Sonic Adventure 2. Also bis dahin, macht's gut. It doesn't matter.